Die Neuregelung des Betriebsverfassungsgesetzes zur Betriebsratssitzung. Tag zusammen. Erinnert ihr euch noch an zwei uralte Videos von mir? Die kommen jetzt in Folge hier so hintereinander, sind zwei Teile zur Betriebsratssitzung. Die haben den Titel Betriebsratssitzung richtig gemacht oder so ähnlich. Jedenfalls hatte ich in diesen Videos noch vehement vertreten, und das galt auch damals, dass das Wort Sitzung von Sitzen kommt. Sprich, dass bei einer Betriebsratssitzung auf jeden Fall präsent alle Betriebsratsmitglieder um einen Tisch herum schön auf Stühlen sitzen müssen und miteinander reden. Und eben, dass eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz schlicht unzulässig ist bzw. war, weil das hat sich jetzt geändert. Nach der Neuregelung durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, habe ich auch ein Video zu gemacht, da oben findet es sich, ist es jetzt in § 30 geregelt, dass generell nach wie vor der Grundsatz gilt, die Betriebsratssitzung findet als Präsenzsitzung statt. Das halten wir bitte im Hinterkopf. Jetzt ist allerdings in Absatz 2 des § 30 BetVG der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, abweichend von diesem Grundsatz kann auch eine Zuschaltung per Video oder als Telefonkonferenz erfolgen. Soll heißen, das Ganze kann im Grunde durch eine Telefonkonferenz und eine Videokonferenz ersetzt werden oder teilweise ersetzt werden. Es können also einzelne Betriebsratsmitglieder per Video teilnehmen oder per Telefonkonferenz oder auch alle. Das Ganze hat aber drei ganz wichtige Voraussetzungen. Erstens, das Ganze muss in der Geschäftsordnung tatsächlich geregelt sein und da muss auch festgelegt sein, dass es den Grundsatz der Präsenzsitzung gibt. Es ist hier durchaus auch anzuraten, aus meiner Sicht zumindest, dass man da auch reinschreibt, sowas wie, keine Ahnung, mindestens 3 Sitzungen pro Quartal finden auf jeden Fall als Präsenzsitzung statt oder vielleicht eine im Quartal oder 2. Also da ist irgendwie in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass klar gesetzt ist, dass eine Präsenzsitzung immer Vorrang hat. Weitere Voraussetzung: Es dürfen nicht mindestens 1/4 der Mitglieder des Betriebsrates einer Durchführung als Videokonferenz widersprechen. Hierfür soll der Vorsitzende dann auch eine Frist setzen, innerhalb derer nach Einladung irgendwie dieser Widerspruch erfolgt sein muss. Wenn ihr, liebe Betriebsratsvorsitzende, das nicht mit jeder irgendwie Einladung machen wollt, auch hier ist empfehlenswert, schreibt die entsprechende Widerspruchsfrist einfach in die Geschäftsordnung rein. Drittes Kriterium ist natürlich, Dritte dürfen nicht mit zugucken. Es muss also sichergestellt sein, dass der Betriebsrat auch in einer Video- oder Telefonkonferenz mehr oder minder unter sich bleibt. Wer jetzt per Video oder Telefon an der Sitzung teilnimmt, muss anschließend statt der Anwesenheitsliste, die wir normalerweise alle unterschreiben, dem Vorsitzenden in Textform, also sprich per E-Mail, aber würde auch per WhatsApp gehen oder Fax oder wie auch immer, Hauptsache Textform, bestätigen, dass er von bis an der Sitzung teilgenommen hat. Und diese Bestätigung ist tatsächlich der Sitzungsniederschrift dann auch beizufügen. Interessant ist jetzt auch der neu hinzugefügte § 30 Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes. Da steht nämlich drin, und da lese ich mal vor, erfolgt die Betriebsratssitzung mit der zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels Video- und Telefonkonferenz, gilt auch eine Teilnahme vor Ort als erforderlich. Versteht man nicht auf den ersten Blick, aber das heißt im Grunde Folgendes. Ihr könnt euch entscheiden, es gibt die Möglichkeit tatsächlich per Video zugeschaltet zu werden, aber ihr müsst euch dann nicht per Video zuschalten. Wenn ihr der Meinung seid, nö, ich fahre kilometerweit bis in die Sitzung vor Ort und das kostet ohne Ende Arbeitszeit und gegebenenfalls auch noch Reisekosten, dann muss der Arbeitgeber das tragen. Der Arbeitgeber darf euch jetzt nicht darauf verweisen, dass ihr so eine Sitzung ja auch als Videokonferenz machen könnt, wenn ihr das nicht wollt. Also insgesamt eigentlich eine ganz gute Regelung, insbesondere für die Gremien, die so weit verstreut sind und wenn die mal irgendwie ad hoc zusammenkommen müssen oder
und wie alles schnell gehen muss, dann ist das manchmal echt schwierig, die zusammenzubringen. Da ist das Mittel der Videokonferenz oder der Telefonkonferenz schon ein gutes Mittel. Und wer sich an meine eingangs erwähnten Videos erinnert, wird sich auch erinnern, dass ich damals schon dafür plädiert habe, so etwas einzuführen. Aber es ist eben so. Ich bin persönlich kein großer Freund von Telefonkonferenzen, aber das ist Geschmackssache. Es ist auf jeden Fall zulässig. Zum Schluss sei hier noch darauf hingewiesen, dass die beiden Jungs vom Betriebsrat TV sich auch mit dieser Thematik bereits befasst haben. Die Verlinkung mache ich unten in der Videobeschreibung. Ein ausgesprochen sehenswertes Video, so wie deren Kanal generell sehr empfehlenswert ist. So, das 21. Jahrhundert hat also auch Einzug in die Betriebsverfassung gefunden. Wer hätte gedacht, dass das nochmal passiert? In diesem Sinne. Bis dahin.